Fördert Cannabis-Freigabe die organisierte Kriminalität? Aktuell dreht die CDU ihre Anti-Cannabis-Kampagne mit Blick auf die Bundestagswahl nächstes Jahr deutlich auf. Dabei wird die derzeitige Gewalteskalation in NRW zwischen Teilen der Mokro-Mafia und einem regional ansässigen kriminellen Familienclan, der 300 Kilogramm Cannabis von eben jenen Mokro-Mafia-Strukturen klaute, von CDU-Parteichef Merz ursächlich mit der Cannabis-Freigabe in Verbindung gebracht. Schauen wir uns an, was geschah. Kurzer Hinweis auf die Aktion im August, 15% Rabatt auf alle Cannabis-Samen mit dem Rabattcode summer-seed-sale-yt im Onlineshop auf bio-gartenwelt.de einlösbar bis zum 15.08. Weiter im Video. Die Hintergründe sind nach jetzigem Erkenntnisstand in einem streitbaren Drogenhandel zwischen zwei Tätergruppierungen zu suchen. Weitere Hintergründe aufgrund der aktuellen Lage kann ich nicht bekannt geben. Wir befinden uns hier in tiefsten OK-Verflechtungen, in denen jetzt erstmal ermittelt werden muss. Tiefste OK-Verflechtungen, also organisierte Kriminalität. Eine Spur führt in die Niederlande zur dort berüchtigten Mokro-Mafia. Die niederländische Polizei geht immer wieder gegen die Organisation vor, die wohl tiefer strickt in den Drogenhandel ist. Möglicherweise hat die Mokro-Mafia mehrere hundert Kilo Cannabis geliefert, ohne dafür entlohnt worden zu sein. Die Organisation ist berüchtigt für offensichtlich brutales Vorgehen. Sie steckt zum Beispiel hinter dem Mord an dem Polizeireporter Peter de Vries. Das sorgt bei den Ermittlern hierzulande für Alarm. Die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile davon aus, dass diese Entführung im Zusammenhang steht mit Explosionen in Köln in der Kolbstraße, mit Explosionen in Köln in Buchheim und in Merheim, mit Explosionen auch in Duisburg und in Engelskirchen. Und dass Hintergrund dieser Geschehnisse im Drogenmilieu der organisierten Kriminalität spielt. Dreimal hat es in Köln Explosionen in Wohnhäusern gegeben, dann in Engelskirchen und in Duisburg. Lange war über die Hintergründe gerätselt worden. Von Pyrotechnik hatte die Polizei berichtet. Offenbar waren es aber weitere konkrete Drohungen der Drogenmafia. Ans Licht kamen die Informationen überwiegend durch verdeckte Ermittler, heißt es offiziell. Wir haben hier eine neue Dimension der Gewalt im Bereich der organisierten Kriminalität erleben müssen, die es so hier in Deutschland meines Wissens noch nicht gegeben hat. Ein eskalierter Konflikt um 300 Kilogramm Cannabis. Die sind der niederländischen sogenannten Mokro-Mafia aus einer Lagerhalle in NRW geklaut worden, offenbar von hier ansässigen Drogendealern. Dirk Peglo vom Bund Deutscher Kriminalbeamter geht davon aus, der Drogenkrieg steht erst am Anfang. Das, was wir in Nordrhein-Westfalen gesehen haben, ist ja nur das, was bekannt geworden ist. Die Mokro-Mafia wird hier schon länger aktiv sein. Und wir können schon erwarten, dass sie diese 300 Kilo, um die es da geht, die verloren gegangen sind, dass das nicht vergessen wird. Das heißt, es wird weitergehen. Die Drogenmafia gehe in den vergangenen Jahren immer brutaler vor. Im Sommer 2020 findet die niederländische Polizei ein Versteck der Mafia, inklusive Folterkammer. Auf diesem umfunktionierten Zahnarztstuhl sollten wohl Opfer gefügig gemacht werden. Auftragsmorde zählt die Polizei etwa 20 bis 30 pro Jahr. Der bekannteste Fall, der ermordete Kriminalreporter Peter de Vries. Er betreute einen Kronzeugen in einem der größten und wichtigsten Gerichtsverfahren gegen die Mafia. Vor 3 Jahren wird er auf offener Straße erschossen. Anfang dieses Jahres wurde er, Ridwan Tari, einer der Köpfe hinter diesem und anderen Morden, verurteilt. Der Prozess, ein Sicherheitsrisiko für alle Beteiligten. Sogar der Richter durfte öffentlich nicht erkennbar sein. Er war der unbestrittene Anführer der Organisation. Er bestimmte, wer sterben musste, und verschonte niemanden. Das Leid, das Tari den Opfern und ihren Liebsten zugefügt hat, ist unvorstellbar. Kronprinzessin Amalia. Um Tari aus dem Gefängnis freizupressen, soll die Mokro-Mafia sogar mit ihrer Entführung gedroht haben. Und auch der ehemalige Ministerpräsident der Niederlande, Mark Rutte, erhielt Drohungen. Die Mafia wolle demonstrieren, man sei unantastbar. Wir sehen immer wieder, dass Einschüchterungsversuche hier an der Tagesordnung sind. Lokalpolitiker, die tatsächlich dann das Rathaus abgefackelt wird. Ja, das passiert also wirklich. Oder auch Zeitungen, der größte, der Telegraph, die größte Zeitung hier in den Niederlanden. 2018 wird das Verlagsgebäude Ziel eines Anschlags, nachdem der Telegraph immer wieder über die Drogengeschäfte berichtet hatte. Groß geworden ist die Mokro-Mafia vor allem mit dem Kokainhandel. Über den Hafen von Rotterdam kommen riesige Mengen Kokain an.
Von hier aus versorgt die Mokro damit die Märkte, europaweit. Das sei der Mafia nur möglich durch Infiltrierung, durch Bestechung. Wir haben es immer wieder mit Korruptionsfällen, auch in der Polizei, beim Zoll, aber auch bei Politikern auf lokaler Ebene zu tun. In den Niederlanden sei zu lange weggeschaut worden. Jetzt, da die Mafia auch in Deutschland Präsenz zeigt, Gewalttaten verübt, müsse schnell reagiert werden. Doch Dirk Peglow sieht die Polizei nicht gut genug aufgestellt. Es fehle auch an politischem Willen. Man geht die Sache nicht ernsthaft an. Wir müssen Stellen schaffen, wir müssen das Personal haben, wir müssen die rechtlichen Befugnisse haben, die haben wir noch lange nicht. Wir müssen im Bereich der Geldwäschebekämpfung besser werden. Auch hier ist es natürlich in Deutschland so, dass kriminelle Gruppierungen sehr gerne in Deutschland ihr Geld waschen, weil es hier einfach geht. Es gibt also Ansatzpunkte, um die Geschäfte der Mokro-Mafia eindämmen zu können. Ganz aus Deutschland verschwinden, sagen Experten, werde sie wohl nicht mehr. Bei aller Kritik aus der Union, dies zur Einordnung. Punkt Nummer 1. Strukturen der organisierten Kriminalität gab es schon seit weit vor dem 1.4., seit Jahrzehnten. Siehe zum Beispiel eben im Rockermilieu unter anderem Strukturen wie die Hells Angels oder die Bandidos, Gremium MC, Outlaws MC und so weiter. Familienclans, die in den letzten Jahren seit der 2000er-Wende zunehmend in den Fokus gerückt sind durch eben mehr und mehr Auffälligkeiten in diesen Bereichen. Und alle haben eins gemein, schon immer waren schwerste Gewalttaten bis hin zu Tötungsdelikten und vieles mehr Teil des Ganzen. Also so zu tun, als wäre die Eskalation, die man jetzt in diesem NRW-Fall gesehen hat, komplett neu in der Szene, ist also einfach nur gelogen. Auftragsmorde, Freiheitsberaubungen und andere schwerste Gewalttaten und Straftaten gehörten schon immer in das jeweilige Repertoire dieser schwerkriminellen Strukturen. Punkt Nummer 2. Während pro Kilogramm Cannabis nur wenige tausend Euro in den OK-Handelsstufen verweilen, liegt der wahre Hauptverdienst in synthetischen, harten Drogen wie Kokain mit Kilogramm-Handelsmargen im fünfstelligen Euro-Bereich. Und gerade in diesem Bereich rund um Kokain und auch Crystal Meth sieht man eine deutliche Zunahme am Schwarzmarkt. Dazu später mehr. Punkt Nummer 3. Die Ampelkoalition ist angetreten mit dem Versprechen der Legalisierung. Je mehr legale Bezugsquellen über Säule 1 im Cannabisgesetz geschaffen, desto weniger verdient die OK am 100%igen illegalen Schwarzmarkt, der durch das Verbot bisher Bestand hatte. Und was möchte also die CDU? Wieder zurück zum Komplettverbot mit ausschließlich illegalen Quellen, mit 100% Förderung für die eben kriminellen Strukturen. Und dazu möchte die Union also wirklich zurück? Sie möchte alle Fortschritte im Gesundheits- und Jugendschutz, die erstmalig nun über legale, sichere Bezugsmöglichkeiten aus dem Eigenanbau, aus Anbauvereinigung und hoffentlich bald auch möglichst flächendeckend aus Modellprojekten eben dann gegeben sind, dies möchte sie wieder einstampfen und die Leute zurück in die Illegalität schicken, zu maximal gesundheitsgefährdenden Streckmitteln, zu gewaltbereiten Dealern, die mit harten Drogen hantieren und so weiter. Die Trennung der Szene, der sichere Bezug, der erstmalig etablierte Jugendschutz, das alles ist ein Riesenfortschritt und darf nicht wieder rückgängig gemacht werden. Ganz aktuell hat Friedrich Merz für Aufsehen gesorgt, der in seinem privaten Newsletter entsprechend darauf eingegangen ist und in diesem Newsletter hat er folgende Position zur Entkriminalisierung vorgebracht. Das ist erst der Anfang einer weiter zunehmenden Rauschgiftkriminalität in unserem Land, ausgelöst durch die von der Ampelregierung in Berlin beschlossene Legalisierung des Cannabisbesitzes. Mit der Cannabis-Legalisierung steht Deutschland vor einer rasant zunehmenden, immer brutaler werdenden Rauschgiftkriminalität. Genau das haben nahezu alle Experten der Bundesregierung vorausgesagt, aber sie hat die Bedenken vom Tisch gewischt. Daraus müsste sich konsequentes Handeln ableiten. Denn Deutschland steht vor einer rasant zunehmenden, immer brutaler werdenden Rauschgiftkriminalität. Und genau das haben nahezu alle Experten in der Bundesregierung vorausgesagt, zu Merz. Also er wiederholt zweimal sogar den Ansatz mit der so brutalen Rauschgiftkriminalität und fordert eben dabei im selben Tenor dann zeitgleich wieder die Rückkehr zu eben der maximalen Ausprägung von dem Ganzen. Im Fazit, Friedrich Merz betonte eben mehrfach den gewaltbereiten Markt rund um die Rauschgiftkriminalität. Er fordert aber zeitgleich eben die Abkehr von der Legalisierungsbestrebung, die ja noch bei weitem nicht am Ziel ist, denn wir haben bisher nur den Minimalkompromiss im Cannabisgesetz gegossen und das ist bei weitem noch nicht das, wo wir eigentlich hin müssen. Insbesondere mit Blick auf die Eindämmung der OK, auf maximalen Gesundheitsschutz und eben auch auf wirklich flächendeckend etablierten Jugendschutz.
Und nun nochmal zu den Zahlen rund um harte Drogen wie Kokain. Friedrich Merz, das Cannabis und die Freigabe sind an allem schuld. Versus reale Ursachen der zunehmenden Gewalt und Präsenz der OK. Wie vorhin schon angesprochen, sind die Handelsmargen bei Drogen wie eben Kokain deutlich höher. Und wenn wir uns jetzt die Beschlagnahmesituation im Verlauf seit 2012, Quelle das jeweils jährlich erschienene Bundeslagebild Rauschgift des BKAs, mit Blick auf diese Zahlenentwicklung bei Kokain und eben die Aussagen des BDK-Vertreters Dirk Peglo, dass die Polizei und Sicherheitsbehörden derzeit noch nicht ansatzweise ausreichend ausgestattet seien, um eben diesen Entwicklungen Herr zu werden. Dabei ist es dann umso verwunderlicher, dass die CDU ausgerechnet Cannabis wieder in die Illegalität drängen möchte, wo doch im Bereich der Rauschgiftkriminalität rund 60% aller Strafanzeigen zu Cannabis gefertigt wurden. Davon der Großteil mit 2/3 konsumbezogen. In der Fallsachbearbeitung aber bindet genau das trotzdem Ressourcen bei der Staatsanwaltschaft, in den Fachkommissariaten. Und genau diese Ressourcen würden den Ermittlungsbehörden tagtäglich fehlen, wenn man den alten Zustand wieder zurückbringt. Im Gegenteil, die CDU müsste doch jetzt eigentlich bemüht sein, bei diesen Entwicklungen alles daran zu setzen, mit eben dem in der Risikobewertung im Vergleich zu Alkohol zum Beispiel weniger riskanten Cannabis weiter so zu verfahren, wie es die Ampel begonnen hat, um eben hier eine möglichst sinnvolle, auch nach CDU-Perspektive sinnvolle Freigabe mit eben flächendeckenden kommerziellen Strukturen, staatlich überwacht, lizenziert, dann eben auch wirklich bald umsetzen zu können. Wir sehen es in den EU-Nachbarländern, es ist anscheinend möglich. Tschechien wird diesen Weg wohl gehen, das zumindest nach aktuellen Gesetzesplänen. Und die EU-Problematik ist bis heute umstritten, von daher mindestens flächendeckende Modellprojekte unter verschiedenen Forschungsansätzen etabliert. Dann wäre das schon mal ein Anfang, doch wir sind noch lange nicht bei Säule 2. Und solange die CDU nicht aufhört, schon bei Säule 1 so zu rumoren, habe ich tatsächlich Bedenken, wie es weitergeht, sollte die CDU 2025 mit deutlich über 30% gewählt werden. Und wenn du nichts weiter verpassen willst, würde ich mich sehr über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal freuen. Glocke an, um nichts zu verpassen. Schaut auch vorbei auf bio-garten.de. Bis zum nächsten Video. Ciao.